Beim VfL Wolfsburg könnte es aktuell kaum besser laufen. Als Tabellenvierter ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf Champions League-Kurs. Seit 6 Pflichtspielen sind die Niedersachsen ohne Gegner. Das macht den Weg in die Startelf für so manchen kompliziert. Sind aktuell zum Zuschauen verdammt, Marin Pongratzik und Jerome Roussillon. Hier gegen Bayern profiliert Imago Images. Die Stammelf hat sich eingespielt. Für Oliver Glasner, bislang ohnehin kein Freund allzu großer Rotation, gibt es eigentlich keinen Grund, viel zu verändern. Vor allem die Defensive des VfL steht wie eine 1 und hält nun schon seit 6 Pflichtspielen die Viererkette vor dem überragenden Schlussmann Kuhn Castells hat sich gefunden. Maxence Lacroix und John Anthony Brooks als perfekt harmoniere in dies Innenverteidiger-Duo, flankiert von den extrem robusten und schnellen Außenverteidigern Kevin Babu und Paulo Ottavio. In den vergangenen 5 Spielen, inklusive des 1:0 Erfolgs gegen Schalke, hat keiner der 4 Kettenverteidiger auch nur eine Minute verpasst, was gleichzeitig bedeutet, andere Spieler müssen sich gerade schwer, allen voran Marin Pongratzik und Jerome Roussillon, die im Vorjahr noch einen Stammplatz hatten. Beide wurden jedoch durch ihre Covid-19-Infektion zurückgeworfen und haben nun das Problem, dass die Kollegen sich mit Jobleistungen festgesprochen. Pongratzik kam seit dem 9. Januar 2:2 bei Union Berlin, als der Kroate mit Atembeschwerden bereits zur Pause ausgewechselt wurde, keine einzige Minute mehr zum 1:2-mal fehlte er anschließend komplett im Kader. 5-mal saß er 90 Minuten auf der Bank, weil es an Lacroix und Brooks aktuell kein Vorbeikommen gibt. Das gilt auf der linken Seite auch für Paulo Ottavio, zum Leidwesen Roussillons. In 8 Pflichtspielen nach seinem schweren Covid-Verlauf stand der Franzose gar nicht zur Verfügung. In Augsburg 2:0 und gegen Gladbach 0:0 kehrte er immerhin wieder in den Kader. Doch auch am Freitag 20:30 Uhr live der Kicker in Bielefeld droht dem 28-Jährigen erneut die Bank. Seine stabile Abwehrkette wird Trainer Glasner kaum zerren. Thomas Hiete: So lange laufen die Verträge der Bundesliga.